Jetzt, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal. Mit dabei Jacob. Und hier Silvan. Wird er darauf klicken? Freunde, Frankfurt gegen Mainz. Ich bin mega gespannt. Mein Tipp fürs Spiel, ich würde sagen 3-1 Mainz. Ich sage 3-1 Frankfurt. Ja, heute, 3 ist deine Zahl, oder? 3 ist meine Zahl. Wir sind Block 3, Freunde. Heute das erste Mal auswärts. Was sagst du unseren Plätzen, zu unserer Aussicht? Ist krass, Digga, ist krass. Ist so weit oben. Um. Alles. Krasse Aussicht von hier, ey. Wieder an. 22. Minute wirklich das Spiel zieht sich träge. Auf beiden Seiten wieder nur Fehlpässe. Nicht schön zum Anschauen. Das war auch nicht schön zum Anschauen. Oder ich sag dir ehrlich, Digga. Mainz kann kein Fußball spielen und Frankfurt spielt auch kacke. Da stimme ich zu. Zweite krasse Chance, 36. Minute, kannst du viel besser im Spiel. Ich schwöre, beste Mann. Ich schwöre, es macht keinen Spaß, das Spiel zu schauen. Ich bin einfach blöd. Also, sehr gute Freistoßmöglichkeit. Oder der hätte Vorteil spielen können. Das wäre so viel besser. 100%. Egal, Freistoß, let's go.
Vielleicht noch jetzt eine gute Chance, Alter. Ballas, kennen ja. Wir beide verdienen so viele Chancen von Wolfenstein. Aber jetzt langsam, hinten die Stimmung jetzt geht's ab. Das ist ein Schwein, Strike. Go, Flash! Bruder, wie kann man die... Er läuft 1-2 gegen den Torwart, Bruder, was machen die da mal? Diese Chance schreibt gerade den ganzen Tag auf die Spiel. Das tut er nicht. Ich habe einen Seitenkönig. Ah. Ich sehe ihn nicht. So, was ist deine Meinung zur Halbzeit? Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist nicht so krass. Das Krasseste ist bis jetzt. Das Krasseste ist bis jetzt der Betroffene, der die ganze Zeit neben uns saß, der Mainzer, der richtig der Hurensohn ist. Nein, Spaß beiseite, Freunde, wirklich. Es war kein Spaß, Ali. Wirklich ein Krampf jetzt, die 45 Minuten. Auf beiden Seiten ein paar Torchancen, aber jetzt auch nicht wirklich was Ganzes so, aber... Wir hoffen darauf, dass die zweite Halbzeit besser wird. Es müssen ein paar Tore fallen. Und ich hatte auch von den Fans viel mehr erwartet. Ich hatte gar keine Stimme mehr, Alter. Naja, let's go, zweite Halbzeit. Wir schauen, was abgeht. Gemeinsam kommen rein, falls Konzert des Todes, Digga. Let's go, Mann. Handpfiff zur zweiten Halbzeit. Ich erwarte ein paar Tore. Komm, Mann, ey. Sauberes Tackling schon wieder. Der rutscht wieder aus. Ey, was ist mit diesem Spiel, Mann? Mama, Apfelschorle. Apfelschorle, Mama. Apfelschorle. Ah ja, Apfelschorle. Die ersten 10 Minuten kommen, Freunde. Mainz viel, viel besser am Spiel. Dominiert gerade das Spiel. Und hat die erste Chance erarbeitet. Die gehen auch ab, Alter. Und unser besoffener Bruder, der geht auch wieder ab. Ali, 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 oh. Auf geht's, Ali. Meint auf jeden Fall jetzt viel besser im Spiel. Generell, zweite Halbzeit ist auch nicht. Also Anfang, zweite Halbzeit, safe, meins. Aber gerade ist auch gerade kommt nichts, ja. Der Spieler liegt seit einer Minute auf dem Boden. Ja, jetzt unterbricht er. Und jetzt wieder steh auf die Sau. Komm, sag das. Könnte abseits gewesen sein. Der VAR wird überprüfen. Für unsere Eintracht. Damit. Hallo, Monat. Wo seid ihr? Aber ich bin ehrlich, das sah schon noch abseits aus. Es war ernst abseits. Ich glaube schon. Sehr knapp, aber die VAR wird nochmal nachgucken. Gemeinsam natürlich hier aufgebracht. Gemeinsam rufen, abschaffen, Videobeweis. Ja, jetzt wird sich das ja zeigen, komm. Ja, Junge! Nach 75 Minuten der erste Ecke, Alter. Nein!
knappe Sache. Ich glaube, wir spielen dann auch, wenn Meister und Tor schießen würde, wäre es immer viel spannender für den Schluss hin, aber so. Ist er jetzt eingeschlafen? Gar kein Tor, gar kein Tor. Und die Mainzer Fans hören den Sprechchören der Frankfurter zu. Wie auch immer, ich weiß nicht, was die Mainzer sich vorstellen. Es sind noch 5 bis 10 Minuten, aber die feiern einfach nicht an. Seit 5 Minuten einfach ruhig. Ich kann ehrlich sagen, Frankfurt hat wirklich Riesenprobleme beim Spielaufbau. Sehr, sehr viele Fehlpässe immer. Und 90 Minuten drin. Da fehlt vorne und hinten komplett. Ich weiß nicht, wie man solche Chancen mal einfach gecheckt bekommt und nicht nutzen kann. Naja, Freunde. Das Spiel war jetzt so, naja. Freunde, 1:0 für die SGE. Ich verliere gleich schon mal ein paar Worte dazu. Lasst schon mal einen riesen Like da. Kuss geht raus. Freunde, nicht so schöne Bilder. Die eigenen Fans schlagen sich hier gerade. Digga, Digga, was machen wir hier? Robin Zentner und der Rest stehen hier vor dem Team. Wieder kein Punkt geholt, Abstieg rückt immer näher und jetzt verlieren sie ein paar Worte mit den Fans. Aber Freunde, das kann so nicht weitergehen. Wenn die Fans sogar intern sich schon verprügeln und was weiß ich, hier im Auswärtsblock, dann meiner Meinung nach ist schon verloren. Die Stimmung war jetzt auch nicht krass, die Unterstützung war auch kaum da und Frankfurt feiert hier die 3 Punkte. Freunde, das war's mit dem Stadion-Vlog. Wir verabschieden uns hier vom Deutsche Bank Park. War meiner Meinung nach hier aus den Stadion-Vlogs das schlechteste Spiel. Hat gar keinen Spaß gemacht, irgendwie zuzuschauen. War richtig delayed, träge. Nur Fehlpässe, irgendwie noch 1:0 durch Götze gewonnen. Naja, Freunde, lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, würde mich richtig freuen. Aktiviert die Glocke, um die nächsten Stadion-Vlogs nicht zu verpassen. Und wieder schauen und reingehauen. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Unter meinem Eddie Jakob und